Willkommen zurück. Vielen Dank, aber bitte nennen Sie mich Saru. Wie wär's mit Mr. Saru? Das halte ich für akzeptabel. Commander Bryce, einen schiffsweiten Kanal öffnen. Hi, Captain. Ist offen. Discovery, wir versuchen heute eine große Bedrohung zu verstehen, wie sie unsere Galaxis noch nie erlebt hat. Die Wirkung ihrer destruktiven Kraft kennen wir nur zu gut. Wir haben Kollegen verloren, Freunde und Quasar. Zahllose Leben, voller Geschichte, voller Zukunft. Ihr Tod darf nicht vergebens gewesen sein. Und wir werden dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Nicht solange wir im Einsatz sind. Nicht solange wir im Einsatz sind. Schwarzer Alarm. Okay. Commander Detmar, springen Sie uns hin. Aber mit Sicherheitsabstand. Okay. Gelber Alarm und auf den Schirm. Commander Owashikin, einen polarisierenden Spektrographiefilter. Ei, Captain. In der grünen Zone, Captain. Ich passe die Geschwindigkeit an und bleibe auf relativem Abstand. Eine Auswirkung auf das Schiff? Subraumgravitationswellen sind vorhanden, aber nicht so stark wie erwartet. Das ist seltsam. Und das ist nicht das Einzige. Bei einem binären schwarzen Loch müssten wir doch eigentlich zwei sehen. Es wird merkwürdiger und merkwürdiger. Ihre wissenschaftliche Meinung, bitte. Tut mir leid, Captain. Auch ich hatte, ehrlich gesagt, etwas anderes erwartet. Es gibt eine Akkretionswolke, die sowohl aus Gas- und Staubpartikeln besteht und dunkle Materie um eine Schwerkraftquelle. Also typisch für ein schwarzes Loch, aber... Aber die gravitationsbedingte Dopplerverschiebung bei unseren Scans ist völlig verquer. Soll heißen? Soll heißen, dass ich keine Ahnung habe, was wir uns hier ansehen. Es ist bizarr. Und das ist meine wissenschaftliche Meinung. Was verraten die Scans sonst noch? Nicht viel. Die Scans können den äußeren Rand der Akkretionswolke nicht durchdringen. Können wir die Leistung der Scanner verstärken? Das habe ich schon versucht. Die Scans sind nicht brauchbar, wenn wir nicht näher rankommen. Wie viel näher? Über den äußeren Rand hinaus und in die Akkretionswolke hinein. Dann wären wir in der gelben Zone, Captain, und die Discovery einer ernsten Gefahr ausgesetzt. Wir müssen wissen, was uns hier bedroht. Mr. Saru? Wir könnten dort mit Sensoren ausstatten, aber die Gravitationsverzerrungen würden es schwierig machen, mit ihnen zu kommunizieren. Außerdem sind sie zu klein. Nicht genug Masse, um den Staub zu durchdringen. Wir könnten mein Schiff nehmen. Es hat genug Masse, um reinzukommen und nicht so viel, um Probleme zu kriegen.